Aber viel sind hier jetzt alle ausgestiegen, oder was? Meine Hälfte, hier los. Völkerwanderung, ne, Bus voll. So, wie geht's mit Dings hier? Nächste Haltestelle, Altenberg. Genau! Was für ein Berg? Ich hab's nicht verstanden. Naja, ist egal. Ist ja wurscht. So, also, wie gesagt, Sittingen Version 1.4.1, mal mit dem Stadtbus, mit dem Hamburger Stadtbus hier unterwegs. Ich wollte zwar einen Überlandbus benutzen, aber hat irgendwie nicht geklappt. Muss ich nochmal nach den Einstellungen gucken. Ich werde hier Sittingen auch alle Strecken fahren und dann auch alle Buslinien eventuell mal durchprobieren. Alle Busse, die es so gibt. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Da oben drüber fahren, sonst wird schon wieder angemeckert. So. War das jetzt besser, meine Freunde, ja? Nichts mehr zu meckern, da bin ich schon beruhigt. So, nächste Haltestelle. Ist auch ein Haltewunsch da. Alter, was ist denn hier los, ey? Fährt sich aber sehr angenehm, der Bus. Aber vielleicht auch war ein bisschen langweilig. Werden wir dann auch sehen. So, eine Halte. Guten Tag. Möchten Sie noch? Sie möchten nicht. Nein. Okay. Dahin auch alle raus schon. Sieht so aus, ne? Da kann man weiterfahren. Jetzt kommt da ein Auto. Natürlich muss da jetzt ein Auto kommen. Aber hier ist was los, he? Alter. So, nächste Ansage. Nächste Haltestelle, Braunstraße. Das ist eine Einfahrt, da kann keiner kommen. Hier kann auch keiner. Ey, was ist denn hier für Völkerwanderung, ey? Hier ist was los. So. Will die jetzt noch über die Gasrenne da? Natürlich. Ach, halt doch mal die Klappe dahin. Was ist da los mit euch? Ihr könnt ja gleich aussteigen und dann könnt ihr laufen, ihr Kacke. Das kann doch nicht wahr sein hier. Was ist ein Gemecker da? Nur mal ein bisschen über die Randstadt fährt. Das merkst du doch in so einem Scheißbus nicht, oder nicht? Könnt ihr ja mal sagen, merkt man das in so einem Bus? Nee, oder? Die sind doch so gut gepolstert und gemacht und getan, da kann man doch nicht so viel merken, meiner Meinung nach. Oder kann ja mal auch einer mal in die Kommentare reinschreiben. Merke ich sowas? Merke ich sowas nicht? Oh, die haben so tolle Haltestellenteile hier. Finde ich cool. So, und, junger Mann, wollen Sie jetzt mitfahren? 663, hä? Warum halte ich an der 663 Haltestelle? Naja, gut. Geht der Bahnübergang zu, habe ich gerade gesehen. Oder höre ich gerade. So, hier rein müssen wir. Schaffen wir ja, alles gut. Ah, Kopfsteinpflaster, das ist auch immer schön. So, nächste Haltestelle. Nur drüber bei dem Gebackel. Nächste Haltestelle, St. Martin Kirche, Stadtmitte. Guten Tag. Alter, hier ist aber was los. Guten Tag. Ja, hallo. Ahoi. Ja, guten Tag, kleiner Mann. Junger Mann. Und weiter geht's. Hier kann man mit parken. Ist auch cool, ne? Aber das ist doch schön gemacht. Hier so ein Kaufhaus. Wir fahren wieder auf dem Brandstein rum, wie sich das gehört. Also mit Schaufenster. Ey, echt geile Map. Finde ich voll cool. Gefällt mir. Da kommt jetzt einer. Warum kommt da einer? Warum der biegt doch ab? Können wir hier rumfahren? Wir müssen ein bisschen... Halt doch jetzt mal das Maul dahin. Was ist denn los mit euch? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin doch nur angefahren. Also, es ist schon hier... Die sind schon ganz schön... sind sie schon, ne? Macht ihr jetzt die Ansage selber? Ne, ich hätte mir noch da drauf drücken. Das ist doch scheiße. Ja, genau. So, hier geht es noch links. Und jetzt meckert nicht rum hier. Sonst gibt's Fratz voll. Da steige ich aus, mach nichts mehr, dann könnt ihr laufen von mir aus. So. Mal die Bremse reingekloppt. Aber so die Hintergrundgeräusche, die sind doch echt cool gemacht, oder? Ich finde die schön. Aber das ist ja hier, da müssen wir ja auch. Ganz schöner Wendekreis hier. Wer macht, wer stenkt dich denn so Buslinien aus? Hä? Gibt's ja gar nicht. So, was machst du jetzt? Bleibst du da? Was machst du denn?
Meine Herren! Pfeife! Einmal Hupe hier. Was ist das für einer? Der hört das klingelt als mal, aber er kann nicht. Irgendwie kriegt er das nicht geregelt, das so. Das durchzuführen da. Irgendwie ein Fehler ist da in der Matrix da, in dem IBIS-Gerät. Und automatisch kriegt das nicht geregelt. Hier ist was. Ja, guten Tag! Eine Tageskarte, das geht ja überhaupt nicht. Tut mir leid. Er ist falsch, Tageskarte, falsch, Tageskarte, falsch, wo ist denn die scheiß Tageskarte? Ich warte noch auf den Fahrschein. Ja, halt immer das Maul her, echt, der. So, 30, 40, 50. Das sind 6,50, 7, 8, 9, 10, so. Hallo. Hallo. Morgen. Ja, komm mal schon. Hallo. Ahoi. Was ist denn los mit euch? So, weiter geht's im Text. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Willy Brandt-Ring. Nee. Das ist nicht richtig, junger Mann. Nächste Haltestelle, Stadtteich-Sittingen. Genau. So, kommt einer? Nein, sehr schön. Ach, das ist auch mal eine Straße, wo ein bisschen Platz ist. Ach, ist es nicht schön. Oh, ich hab mein Fernlicht an, warum auch immer. Ich bin wahrscheinlich mit der dicken Finger drauf gekommen. Ein Haltewunsch haben wir schon wieder. Wie üblich. So. Aber ich glaube, die halbe Strecke wird schon nochmal mit einem anderen Bus fahren. Dieser Stadtbus ist ja ganz schön gut. Aber ich finde, der passt eigentlich fast gar nicht zu Sitting. Warum schnell langfahren? Da ist auch vorne um die Ecke oder was? Hallo? Ja, schöne Straßenbahnen so. Wäre auch schön. Da ist alle drin, die Pfeifen. Ja. Also wie gesagt, Sittingen werde ich fahren. Dann werde ich ein paar andere Maps habe ich mir schon runtergeladen. Da weiß ich aber noch nicht, sage ich euch noch Bescheid. Also ich werde alle Maps dann mal durchprobieren. Na, was heißt alle Maps? So, also muss ich mal gucken hier wieder, dass ich da wieder Randstein drüber ransteine. So, da muss ich ja anhalten, da wollen ja unbedingt eine aussteigen, aber da wollen ja auch welche einsteigen, das ist okay. Ah, der Lappetjo ist wieder da. So, guten Tag. Ja, guten Tag. Was wollen Sie denn schon wieder? So, weiter geht's. Nächste Haltestelle. War schon gerade, willst du mich verarschen? Meckert denn gerade über mein Fahrstil rum? Nächste Haltestelle, Universität Sittingen. Universität in Sittingen? Alter, das ist aber hier. Ja, guten Tag. Hallo. Ja, guten Tag. Ja, gut. Auch eine Tageskarte. Ey, was die alte Tageskarte halt. Warte mal. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Hab ich dir doch gerade gegeben, oder nicht? Da. Dankeschön. Und warum hat er die Fahrkarte? Jetzt weißt du, dann nimmt er auch die Fahrkarte nicht her. Was ist denn das für ein Ochs? Das ist ja schlimm. Und das Gebimmel da, das geht mir auf den Keks mit dem nächsten Halt und so. Wir fahren jetzt einfach den nächsten Fahrenden an. Ich lasse das Ding aus, weil das geht mir richtig auf den Keks. Das ist total scheiße. Wenn ich jetzt da was buche und so, dann sagt er mir nächste Halt. So, irgendwas ist da nicht in Ordnung, würde ich sagen. Da muss ich mich mal drum kümmern. Weil irgendwas stimmt da nicht so ganz, würde ich sagen. So, was sind wir denn jetzt? Geht's nicht lang. Ach du Scheiße. Wo ist das Küfchen hier? Fahren wir denn hier rum? Ach ja, ein bisschen Überland. Da werde ich die Strecke auch nochmal mit dem Überland. Also wir fahren jetzt einmal hin und dann werde ich aber die Strecke, glaube ich, zurück werde ich die Strecke mal mit dem Überlandbus fahren. Das macht bestimmt auch cool Spaß.
der ist da besser geeignet als so ein Stadtbus. Das hat dann mehr Fun. So, das haben wir gleich da. Halt doch mal das Maul dahin, ey. Ihr könnt doch selber bald fahren und ihr könnt einfach laufen. Was hält denn da davon? Laufen ist immer schön, oder? So, nächster Halt haben wir erreicht. Ich habe natürlich jemanden, der unbedingt aussteigen möchte. Natürlich, was sonst? Grand Hotel Panorama. Dann hau auch ab. Geh raus, verzieh dich. Wo wollen die alle hin? Alle zum Hotel, hä? So, weiter geht's. Weiter geht's, also ein ganzer Weg wieder runter. Wird bestimmt jetzt auch gar nicht kurvenreich. Nein! Schon gucken, dass ich da nicht an. Ach, da ist aber ganz schön was los hier. Schon gucken, dass ich da nicht an. Schubse. Alter, was ist denn hier los? Kleinen Stau oder was? Ach, ne, da haben sie eine Ampel hingebaut. Das kann ja nicht wahr sein. Das war aber ganz knapp hier. Das war aber knapp. Ach du Scheiße. Da haben wir aber Glück gehabt. Das ist aber auch kein Dings. Das ist, der fährt einfach nicht da vorne. Das sind Stoppschilden, der fährt nicht. Fahr doch mal. Hallo. Was machst denn du? Hallo. Hallo. Oh, was machst du denn? Ich glaube, die haben sich verschluckt hier. Da gibt es doch so einen Trick, oder? 11 und so. Mit dem Neuladen. Was machen die denn? Ey, da können nicht gerade verrückt werden. Habe ich hier jemanden hinter mir? Nee, ne? Weißt du was? Wir müssen mal einen zu unmöglichen oder zu außergewöhnlichen Mitteln greifen, weil das kann es ja nicht sein hier. Was ist denn für eine Pfeife? Jetzt nicht beschweren dahinne, sonst fratzvoll. So, Taxi, wo willst du hin? Weil das kann ja nicht sein, ich kann ja nicht so lange warten. Ja, du wartest jetzt mal. So, meine Freunde hier. Als Busfahrer musst du ja alle Tricks kennen, das gibt's ja gar nicht. Vor alle Dinge, da ist ja unfassbar. Da bist du ja gar nicht, kommst ja nicht vorwärts hier. Was macht der denn? Der fährt er wieder nett, dann fährt er wieder ein bisschen, dann fährt er wieder nett. Ja, ihm hat schon wieder gepiepelt. Bang, hat's gemacht. Hallo. Bang, ja, guten Tag. Und keine Fahrkarte. Nett, nett. Und alle raus. Jo. Weiterfahren. Weiter geht's. Nächste Haltestelle ist auch schon da. Uns ein bisschen sputen, ne? Jetzt sind wir wieder zu spät. Auch doof. Und eine Ampel und nach rechts müssen wir. Ja, jetzt habe ich quasi. Wollt ihr? Ihr wollt noch nicht raus hier. Es geht noch nicht raus. Wir sind noch nicht so weit. Weißt du, dass da gleich die Haltestelle kommt, aber er müsste ja noch einen Moment warten. Och nee, oder? Jetzt dürfen die zuerst fahren, oder was? Ach, das ist doch doof. Das ist doch doof. Ich sehe ja die Ampel sogar. Ich muss gerade nicht außen gucken. Aber sieht wieder ganz gut aus, ne? Die hängen so schnell. Die hängen da schon an der Tür rum. Kratze schon mit den Fingernägeln. Nein, ich will raus. Zucker Papa fährt Bus, um Gottes Wille. Wie kann das nur sein? Jetzt kannst du mal grün werden. Ich habe keine Zeit mehr. Oh, die Polizei. So, jetzt aber. Komm, komm. Kollege, Junge. Die waren doch die ganze Zeit schon. Jetzt haben die Abbieger eine extra Ampel oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Hier, da. Jetzt ist genug abgebohrt. Ich möchte jetzt fahren. So. Dankeschön. Mal ein bisschen einschlagen hier. Das
ist nämlich gleich die Bushaltestelle. Dann haben wir das auch geschafft. Dann können die auch aussteigen, da die Panikgesichter. Ja, gut, Tag, junge Frau. Was? Ihnen kriege ich meinen Termin nicht mehr. Ja, vielen Dank. Das ist ja so nett von Ihnen. Dann kannst du das mal demjenigen sagen, der hier die Ampelstellung macht. Weißt du das? Den rufst du an und sagst, ich kriege meinen Termin nicht mehr. Musst du halt mit dem Auto fahren und nicht mit dem Bus. Tut mir leid. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Ich wollte auch, das würde besser gehen. Aber nein, so viel scheiß Ampel. Gedönse hier. Ja, das ist ja hier die Haltestelle. So, nur 661, Start nach ZOB Reimanns Dingensbummens. Sind wir dann fertig, oder was? Ja. Also, meine Freunde, jetzt habe ich hier so die Auswertung. Und wir sind überall zu spät, auch in der Haltestelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Omsi. Da werde ich aber mit einem anderen Bus fahren und dann fahre ich vielleicht die Strecke zurück. Das werden wir sehen. Bis dann, macht's gut. Und bis dann, macht's gut. Und